Lampukistan Gaming ist hier. Super Mario World. Das ist das erste Spiel, das wir anzocken werden. Auf der neu erschienenen Super Nintendo Mini. Und wie würde sagen, wir nehmen mal direkt diesen Spielstand. One-Player-Game. Und los geht's. Hier ist erstmal ein Tutorial. Hier wird irgendwann ein bisschen was erklärt. Welcome. This is Dinosaur Land. Das interessiert uns alles eigentlich gar nicht. Wir wollen das direkt abbrechen. Denn es soll direkt losgehen hier. Es muss direkt losgehen. Und hier sind wir in der Map, die unsere Kindheit verändert hat. Wir starten direkt mit Yoshi's Island 1. Let's go, Freunde. So sieht's hier aus. Okay, müssen wir reinkommen. Yoshi-Münzen müssen wir auf jeden Fall immer sammeln. So, das machen wir kaputt. Ja, die ersten Level, die gehen ja noch. Da kann man sich meistens auch noch dran erinnern. Irgendwann ab der Hälfte des Spiels, da wird's immer ein bisschen schwierig. Denn da weiß ich nicht mehr so viel von. Das ist ja schon... Oh, jetzt haben wir einen Pilz als Extra da oben. Den können wir mit Select rauslassen. Das ist ja schon ein halbes Jahrhundert her, ne? Als wir das gespielt haben früher. Alrighto, was können wir hier noch sammeln? Ein paar Münzen, ein paar Coins hier noch. Yoshi-Münze. Weiß gar nicht, was die 5 bringen. Irgendwelche Boni nochmal Level Up oder so. Weiß gar nicht mehr. Das ist schon sehr lange her, ne? So, da ist noch eine. Wir haben schon 4. Sieht man da oben in der Mitte. Bei den Sternen. Oh shit, da kommt noch einer. So, da sind aber noch verhältnismäßig leichte Level. Okay, der muss da hoch irgendwie. So. Okay. Jetzt holen wir uns das Level ab erstmal. Alright, das haben wir. So. Was gibt's hier? Oh, eine Blume. Yeah, so. Noch eine Kanone. Oh, den hier. Die habe ich ja gehasst früher. Die habe ich richtig gehasst, aber die gehen nochmal mit ein paar Schuss, gehen die tot. Alright, wir haben so. Und möglichst hoch. Oh shit. Ah, oh, nur eine Münze. Bei 100 kriegen wir ein Bonusspiel eigentlich. Wenn man 100 Punkte erreicht, also wenn man dann mehr oder weniger immer am Ende des Levels einen relativ guten Score erreicht. Maximal ist, glaube ich, 30? 40? Müsste lügen. Irgendjemand weiß das bestimmt, der kann das mal erzählen. So, im nächsten Video machen wir weiter mit Yellow Switch Palace. Bis dahin, viel Spaß!